Ne, klar, vom Aussehen her kann man sich ja drüber streiten, aber generell vom Fahrgefühl her, woher will ich denn wissen, dass ein Auto zum Beispiel, ich sag mal, ein Opel oder ein VW, sich scheiße fährt, wenn man es nie gefahren ist? Ne, ist ja genau dasselbe. So. Jetzt gehst du in die Annalen des Spiels ein. Ja, genau, in die Annalen. So. Sebrock, vielen lieben Dank für den Follower. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das ist sehr nett und willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es hier den Stream. Heute mal so den ganzen Abend mal ein bisschen No Man's Sky. Ich wollte mal schauen, wie sieht es denn generell aus mit. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben jetzt. Alter, wie viel Eisen wir haben. Voll übertrieben. Achso, zum Raumschiff transferieren kann ich, aber zurück geht's nicht. Achso, das geht. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt schnalle ich es auch. Das ist natürlich sehr geil. Aber wo kriege ich denn. Ach, hier ist der Atlaspass. Iridium brauchen wir noch. Eisen haben wir genug. Wir brauchen nur 25. Ich habe zu viel Eisen gesammelt. Egal. So, warte mal. Wegen und Stapeln. Machen wir mal hier hin. Wir können mal unsere Lebensausdauer, unser Sauerstoff wieder auffüllen. So. Ich liebe das Spiel. Egal, was so Forlongs sagen. Ja. Es ist mir auch egal, was andere sagen. Hauptsache, ich habe Spaß mit dem Spiel. Ich weiß, mir gefällt's und fertig. Ne? Also, ich habe total Spaß mit dem Spiel. Ich kann hiermit, ich glaube, ich werde auch hier so. Was ist das denn? Ich werde nie ein Ende finden in diesem Spiel. Gut, es ist ja auch endlos, aber trotzdem, es ist einfach. Eben Leute, die hier zugucken, die dieses Spiel vielleicht nicht haben, die noch unschlüssig sind. Spielt es selber. Leiht es euch vielleicht durch Freunden aus. Oder vielleicht. Habe ich ja gestern schon gesagt, Videothek kennen ja kaum noch Leute. Videothek, was ist das? Da hat man früher Spiele ausgeliehen und Videofilme. Und gibt es ja heutzutage kaum noch. Heute ist ja. Guck, sieht aus wie Füße. Kann ich den eigentlich ausscannen? Nein, aber da hat man früher dann halt Spiele ausgeliehen und so fürs Wochenende und tralala und. Die Zeit kenne ich auch noch. Na? Gute Nacht allen und viel Spaß beim Spielen und Zuschauen. Ja, mach's gut, schlaf gut, danke, dass du da gewesen bist. Harmless 2000. Und wie gesagt, ihr müsst es selber spielen. Spielt es selber und ihr kriegt einen ganz anderen Eindruck vom Spiel, als wenn ihr zum Zuschauen. Alter, was ist das denn? Ich würde es gerne scannen, aber es ist so weit weg. Also ich finde, man kann dadurch solche Videos und Streams schon entscheiden, ob man das Spiel liken, was lieben könnte oder nicht. Ich finde nicht. Ich finde, spielen ist immer noch was anderes. Selber spielen, als wie nur zuzusehen. Kann ich ihn jetzt mal scannen hier? Er ist so weit weg. Achso, R3, Zoom, achso. Erwachsen, symmetrisch, wandernd. Absorbierte Nährstoffe. Boah, wie krass. Komme gerade vor, als ob ich unter Wasser bin, aber bin ich gar nicht. Den haben wir schon, ne? Flugschnecken. Ja, ich glaube auch. So, wir brauchen noch Iridium. Ach genau, das Block. Ah, bist du süß. Was bist du denn? Voll die Schildkröte. Voll der Fred. Warte. Wo ist er denn? Hey. Oh, ich brauche Kohlenstoff. Warte mal. Ich nehme da mal diesen Kohlenstoff hier weg und dann fütter ich dich damit. Warte. Voll knuffig. Es gibt mir einen Eindruck vom Spiel. Genau, ein Eindruck gibt es wohl. Also wenn man was sieht, videomäßig oder streamen, ist es nur ein Eindruck. Aber selber wie das Spiel ist, ein Urteil zu drüber bilden, sich drüber zu bilden, wie es ist, ob es für einen was ist, finde ich, kann man nicht in Videos und Streams entscheiden. Also ich finde, man sollte schon selber mal was spielen. Selber mal antesten oder so, ne?
Jetzt sieht der Flexi, ja. Jetzt wollte ich mal eben kurz gucken. Und zwar mal eben hier. Die Pflanzen werde ich mal hochladen. Habe ich ja gesagt, die lade ich ja nur hoch. Und die auch. Die sammeln bestimmt unsere Daten. Alter. 185 Kilo hat der. 171 Kilo. 3,41 Meter, 3,49 Meter. 0,70 Meter, 39 Kilo. Okay. Namensvorschläge. Also falls ihr Namensvorschläge habt, ja, immer bitte in den Chat reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Ich bin da nicht so, ja, gewieft, was Ideen angeht mit Namen. Es sollten auch lustige Namen sein, finde ich ganz geil immer. Lustige Namen sind immer sehr lustig, also für Tiere generell finde ich immer lustige Namen immer sehr, 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 sehr geil. Na? Was Streams sind die Bewerbungsmappen? Mappen bei Gamern. Ach so. Flugzitteraal. Klar, es spielen immer was anderes. Ich für mich persönlich kann von solchen Streams schon recht gut entscheiden, ob sie sich für mich lohnt zu holen, zu kaufen oder nicht. Okay. Ja, gut, jeder hat halt eine andere Einstellung oder generell, na, aber ich finde schon so ein Ersteindruck ins Spiel, einmal kurz reingucken, macht schon viel aus. Lümlibus. Was? Analtorpedo? Analtorpedo, glaube ich, wird nicht gehen. Analtorpedo wird, glaube ich, nicht gehen, aber Torpedo finde ich schon mal ganz cool. Flungs Longus mit Zanus. Was? Was? Wie wär's denn mit Zanus-Torpedo? Finde ich ganz cool. Einigen wir uns mal da drauf. Zanus. Torpedo. So. Jawohl. Da haben wir ja noch einen. Wir haben ja noch den hier. Also Namensvorschläge immer in den Chat. Immer. Ich habe einen Namen. Warte mal eben. Nee, warte mal. Kann man noch Leerzeichen da reinmachen? Wahrscheinlich, ne? Alien Gator finde ich auch sehr nice. Da ist nicht so einfallsreich, ne? Länger als ich dachte. Ach komm. So, Alligator. So. Haben wir noch einen? Ah ja, hier. Oh, der braucht irgendwie so einen niedlichen Namen. Warte mal. So, Schildi Schröder. Den nennen wir jetzt einfach mal Schildi Schröder. Sky Glitchy ist auch sehr nice. So. Schildi Schröder. Schildi Schröder haben wir den jetzt mal getauft. Was? Anali. Gator? Okay. Stand da wirklich. Iridium war das und Eisen. Wir müssen nochmal Eisen sammeln. Ja, Eisen haben wir ja genug, haben wir ja auf dem Schiff. Iridium, wo kriegen wir denn hier Iridium her? Da unten vielleicht. Sollen wir mal schauen.
Da ist nochmal Zink, das können wir auch nochmal mitnehmen. Wenn wir schon einmal hier sind. Platin, toll. Ich brauche Iridium. Aber Alien-Gator ist auch gut, ja. Iridium. Das ist kein Iridium. Das ist Platin. Verdammt, ich werde hier nie wieder Iridium wiederfinden. Wir hatten so viel gehabt, haben alles verkauft. So, Tamium und Kohlenstoff brauchen wir ja sowieso auch für den Anzug und alles. Da ist wieder ein Wort, was wir lernen können. Da gehe ich mal hin. Aber wo finden wir denn Iridium? Ich bin. Und ich merke, so langsam kommt bei mir auch giftig, haben wir gerade das Wort gelernt. Sind meistens in fliegenden Felsen drin. In fliegenden Felsen, okay. Was ich sagen wollte, ich merke auch so langsam meine Müdigkeit an, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist von dem Tag heute, von der Arbeit. Fliegende Felsen. Flora. Oh, nehmen wir mal. Dein Exo-Anzugtemperatur steigt. Wie cool. Nice. Sehr geil. Kann ich ihn ausscannen? Nee, ne? Oder? Nee. Iridium, riesige schwarze Felsen häufig. Ja, die habe ich auch schon, aber. Das Eisen. Ich weiß zwar, wie die aussehen, diese Felsen, aber. Schwebende halt. Schwebende. Leute, guck mal hier, schwebende. Ich sehe nicht einen Felsen, der hier mal gerade schwebt. Die sind alle hier bei mir auf dem Boden. Es ist, glaube ich, vom Planet aus, vom Planet total unterschiedlich, was man auch findet und wie sehr man das findet. Keine Müdigkeit vortäuschen. Alter, guck mir das, guck mich mal an. Ich habe schon voll die Augenringe. Es ist so. Ich glaube, da ist Iridium. Was ist denn hier? Eisen. Iridium, nicht Iridium, genau. Iridium. Da ist Iridium. Das hier könnte Iridium sein. Ja! Huch! Alter, was? Oh Gott, ich sollte hier nicht so forsch rumlaufen, ohne mich umzugucken. Da habe ich mich so drauf gefreut. Iridium, yeah! Nehmen wir wieder ein bisschen mehr mit, ne? Ballern wir erstmal ein Loch rein. Die hast du auch so. Ja, die Augenringe waren auch so, aber heute extrem, weil wie gesagt, ja auch arbeiten war und tralala. Bist du wohl abgeben? Naja, es war zu heiß, war klar. Na, das gibt's doch nicht. Wofür? So. Kriegen wir gar nicht mehr, oder? Bisschen noch. So. Da ist noch ein bisschen. Ich wollte Kohlenstoff eigentlich gar nicht mitnehmen, sondern das Iridium, aber das ist mir jetzt irgendwie dazwischen geraten. Ich bin froh, dass jetzt gerade kein Wächter hier unterwegs ist. Minus 75 Grad Nachttemperatur. Okay, das gilt für Iridium, die fliegenden Felsen. Achso, okay. So, ich glaube, wir dürften jetzt eigentlich alles haben, was wir benötigen. So, Iridium transferiere ich mal. Genau wie Tamium. Nee, warte mal. Tamium brauchen wir für unseren Anzug. Und Zink brauchen wir auch für unseren Anzug. So. Das heißt, wir haben alles im Schiff eigentlich für. Ja, haben wir.
Okay, das heißt, wir gehen mal zurück zum Schiff. Da lang müssen wir. 4 Minuten circa. Terminator, ich grüße Sie. Willkommen zur Let's Play Live Show. Moin Flexi, auf wieder mal hier. Ja. Ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, einen Schluck trinken. Prost. Das haben wir schon, ne? Genau. Wie sieht der Online-Modus aus? Oder gibt es keinen? Das ganze Spiel ist generell online. Es gibt keinen Multiplayer-Modus. Wir sind überall in den ganzen Galaxien sind Menschen unterwegs. Und die Chance, jemanden zu treffen, ist gleich bei null. Weil es einfach zu groß ist. Und, dass du jemanden triffst, die, ich sag mal, prozentual gerechnet wäre es 0,00001%, dass du wirklich jemanden triffst. Wo laufe ich denn lang? Da muss ich... Alter, LPLS Hype! Yeah! LPLS Hype. Flexi Hype. War gerade eine Woche in Prag. Kann ich jedem nur empfehlen. Echt? Ist Prag so schön? Boah, ich muss auch unbedingt in den Urlaub. Also, ich habe mir, also dieses Jahr werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, aber nächstes Jahr werde ich mir definitiv fest vornehmen, in Urlaub zu fliegen. Weil ich war schon so lange nicht mehr im Urlaub. Das letzte Mal war ich im Urlaub, ich glaube, da war ich 14 oder so mit der Family. Und deswegen wird es echt Zeit, dass ich mal rauskomme. Ich kenne eigentlich nur hier meine vier Wände. Arbeit, vier Wände, Arbeit, vier Wände. Und meine eigene City und tralala und ich würde gern einfach mal einfach... Was ist denn? Und gern einfach mal weg. Na? Hab ich schon? Hab ich sonst irgendwas noch nicht vielleicht? Hier? Analyse läuft. Analyse. Okay, so, dann können wir das mal eben hochladen, wenn wir schon einmal dabei sind. So, hochladen, hochladen, so. Ich war 3 Tage in Heidepark. Kann ich auch nur empfehlen. Na, Heidepark hat mir früher nicht gefallen, wie ich damals da war. Aber ich glaube, mittlerweile hat der Park sich auch ein bisschen geändert. Gotthiwaldland. Boah, das sieht ja cool aus. Dass die Stationen auch anders sind, ist ja geil. Atlas passt nicht verdödeln. Ja, ja, den müssen wir noch machen. Es ist so, bei dem Spiel ist es wieder so, dass man so viel abgelenkt wird. Es ist so... Oh, ich will hier unbedingt rein. Ich will wissen, was da drin ist. Dazu müssen wir aber die Tür zerstören. Und wir werden, glaube ich, richtig Ärger kriegen. Aber ist mir egal! Ja, die greifen jetzt an. Ich versuche mal ein bisschen auszuweichen und zu zerstören. Ich glaube, ich schieße auf mich selber. Kann das sein? Aua. So, schnell rein. Huha. Alter, Gott sei Dank. Huh. So, Schild wieder herstellen. Mein Schild ist wieder hergestellt. Wir kriegen hier eine neue Technologie. Ja, das tust du. Und wir können hier, glaube ich, Gesundheit, ne? Genau. Und wir können hier versuchen, den Alarm einmal abzustellen. Die Anzeige ist voller Produktrezepte, aber das System stürzt ab. Neben einem Countdown-Timer erscheint eine Fehlermeldung. Warnung. Jetzt ist die Frage, abwarten oder Daten speichern? Abwarten, Daten speichern. Es läuft wohl ein Timer. Und das einzige Wort, was wir übersetzt haben, was hier drin steht, ist Warnung. Neben dem Countdown-Timer erscheint eine Fehlermeldung. Warnung. Entweder warten wir ab oder wir speichern die Daten. Boah. Das ist schwierig. Weil wenn wir es jetzt versauen, kommen wir an diese Station nie wieder dran. Das ist so ein bisschen schwierig, ey. Weil wir die Sprache nicht wissen. Ich weiß doch nicht, ob man hier raus speichern. Würde ich auch sagen. Ich riskiere es.
Speichern war richtig. Ich speichere die Daten von der Neustart des Systems. Das Terminal wird sofort zurückgesetzt. Ich halte einen Bonus. Eine Schildplatte. Toll. Habe ich ja vorher nicht gebrauchen können. So. Hier kommen wir gar nicht weiter. Ist gar nicht so groß, ne? Kommen wir denn hier? Hier geht's auch nicht durch. Was? Ach du, Alter. Okay. Das sieht aber irgendwie größer aus von außen. Obwohl da... Okay. So, dann gehen wir mal zum Schiff. Oder beziehungsweise wir können hier mal das Schiff rufen. Wenn ich dann ein Überbrückungsschiff hätte, den ich mal nicht herstellen kann, weil mir was fehlt. Natürlich, Eisen und Plutonium. Natürlich, Eisen. Eisen und Plutonium. Jetzt geht's wieder los. Rezept für Schildplatte Flexi. Ja. Ich glaube, da ist Plutonium und auch Eisen. Was haben wir hier? Zink. Nehme ich mit. Ja, Plutonium. Voll geil. Und hier ist Eisen, ne? Genau. Nehmen wir mal ein bisschen Eisen mit. Ich glaube, das reicht schon. So, warte mal. Wo ist der? Hab ich... Rezept für Schildplatte? Okay. Weil ich war das jetzt gerade am Suchen. So, wir brauchen ja gar nicht zum Schiff gehen, denn wir können ja unser Schiff hier rufen. Und hier ist nochmal Zink, das nehme ich nochmal mit. Was? Willst du dir einen Zinkverband machen, so viele wie du mitnimmst? Nein. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Alter, 36 Zuschauer, vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Freitags und Samstags immer ab 20 Uhr. So, dann schauen wir mal. Also, wir haben genug Eisen, wir haben genug Iridium für den Pass, den wir jetzt mal erstellen. Einen Atlas-Pass. Herstellen. Wir könnten sogar noch einen machen. Huch. Anpinnen. Ach, man kann die Rezepte sogar anpinnen. Was heißt denn das? Gar nicht. Bringt mir gar nichts. Anpinnen bringt mir gar nichts. Okay. So. Das nimmt jetzt auch einen Inventarplatz ab. Das ist ja krass. Und wir wollten... Halt, stopp. Unsere Technologie fürs Rennen verbessern. Hier, haben wir schon. Und ist sogar... Sind die jetzt kombiniert, die beiden dann auch automatisch? Kann mit anderen Ausdauer... Steigerung Upgrades verwendet werden. Ach, ist ja cool. Brauchst nur einen. Ja, ja, ich habe nur mal kurz geguckt. Das nimmt natürlich jetzt auch einen Inventarplatz weg. Ist ja krass. So viel Eisen, ne, und Iridium. Wir können aber echt Plutonium mal sammeln, weil wir Plutonium anscheinend auf dem Schiff nicht mehr so viel haben. Wir brauchen das ja zum Starten, zum Landen. Ne, nur nebeneinander. Achso, okay. Was? Ne, nur nebeneinander? Das heißt also, ich muss es zerlegen und dann daneben bauen, oder was? Oder wie? Jetzt kann ich nicht mehr bauen, weil mir was fehlt. Ah, oh, Zink und Plutonium. Ich kriege einen Anfall. Zink und Plutonium. Da haben wir nochmal Plutonium. So, wo kriege ich jetzt Zink her? Da ist Zink. Was kannst du jetzt mit dem Pass machen? Mit dem Pass kann ich jetzt Türen öffnen, die vorher zu waren, und auch verschiedene Behälter öffnen. Halt, stopp, was wollte ich jetzt? Ich
Achso, ich wollte das Dings Technologie installieren, ne? Was brauche ich denn dafür noch? Nochmal Zink und Iridium. Alter. Ich glaube das nicht. Ich sag dazu gar nichts. Achso, dann werden die zusammen umrahmt. Achso, okay. Ja, das muss man erstmal alles wissen. Das ist ja. Da könnte Zink sein. Und Iridium brauchen wir auch. Hier ist. Hallo? Hier ist Zink. Iridium, Iridium, Iridium. Hier haben wir nochmal Zink. Und da haben wir nochmal Zink. Sehr schön. So. Alter Schwede. Da sehe ich zwei Zinkpflanzen, die nehmen wir mit. Und Iridium müssen wir schon wieder finden. Oh, das ist so Mangelware manchmal. Hätte auch den Kram verschieben können. Nee. Bei den Mod-Sachen, die kann man nicht verschieben. Also wenn du hier siehst, hier zum Beispiel, hier habe ich auch so eine Ausdaueranzeige. Die kann ich nur zerlegen, die kann ich nicht verschieben. Hier solche Sachen wie zum Beispiel hier Tanium oder halt der Atlaspass, die kann ich hier bewegen und stapeln. Die kann ich jetzt zum Beispiel sagen, den möchte ich jetzt hierhin haben. Oder halt hierhin. Aber die Sachen hier, die Mods, die hier drin sind, zum Beispiel Jetpack Booster, kann ich nicht verlegen. Das geht leider nicht. So. Iridium. Wo kriegen wir jetzt Iridium her? Hier ist noch ein bisschen Zink. Achso, okay. Danke. Gerne. Nicht zu danken. Warum nicht? Wo finden wir denn einen Iridiumstein? Ein Iridiumstein, nicht Iridium. Iridium. Mit H. Mit H wie Heinrich. Toll. Wo ist denn. Wo ist denn. Ach, da. Wenn wir auch nicht zu weit vom Schiff. Zeus, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wenn wir auch nicht zu weit weg vom Schiff irgendwie bewegen. Ich sehe auch keinen Iridiumstein irgendwie, der so groß ist, wie den wir letztens gefunden haben. Was bist du? Platin, ne? Ja, Platin. Natürlich Platin. Platin, 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 Platin. Survival. Survival. Uch. Alter, 37 Zuschauer, ihr seid verrückt. Vielen lieben Dank. Oh, ich dachte schon, Alter, hua. 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 So. Ach, guck mal, hier kann ich speichern. Das ist ja praktisch. Das trifft sich doch super. No, 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 no. Trifft sich echt super, weil ich möchte an dieser Stelle, möchte ich glaube ich jetzt aufhören für heute und